Liebe Zuschauer, schön, dass Sie München TV eingeschaltet haben. Ja, heute komme ich mit einem ganz speziellen Herrn in Ihr Wohnzimmer. Er kennt die Erde nicht nur so, wie wir alle vielleicht, ja, aber er kennt sie von oben. Mein heutiger Gast ist Professor Ulrich Walter. Herr Professor, jetzt muss ich Ihnen gestehen, mich auf Ihr Leben vorzubereiten, also ich wusste gar nicht, wo ich anfangen soll. Deshalb fangen wir mal an. Sie sind Diplomphysiker und haben einen Lehrstuhl hier an der Technischen Universität München für Raumfahrttechnik. So ist es. Was muss man sich darunter vorstellen? Nun, alles, was irgendwie mit Raumfahrt und Technik zu tun hat, also konkret, ich mache Robotik im Weltraum, ich mache allerdings auch künstliche Intelligenz, das gehört immer mit Robotik dazu, ich mache Lebenserhaltungssysteme, also ich beschäftige mich mit der Frage, wie können Menschen im Weltraum überleben, wie kann man ihnen die Arbeit und das Leben erleichtern, das sind so ganz typische Technologien, die ich entwickle. Ah ja, jetzt müssen wir natürlich mal sagen, Sie sind ja auch Astronaut. Ja. Und Sie waren Wissenschaftsastronaut, Sie haben, glaube ich, 89 Tests da an Bord gehabt. Ja, so ist es. Yeah. Das ist ja spannend. Also wie ging das los? Also Sie waren ja einer von vielen. Ja, aber zunächst muss ich sagen, das ist viel Arbeit. Die Leute unterschätzen das, die denken, das ist fast wie Urlaub da oben. Nein, das ist es nicht. Das ist harte Arbeit. Wir sind Wissenschaftsastronauten. Ich war damals beim DLR, das ist eine öffentliche Einrichtung, angestellt. Im öffentlichen Dienst und wir mussten 89 Experimente durchführen. Dazu gehörte eine Vorbereitungszeit von 5 Jahren. Boah. Ja, das muss man machen. Ja. Ich war zwar nur 10 Tage dort oben, aber wir mussten uns 5 Jahre vorbereiten. Also das ist viel Arbeit. Ja. Ja, und dann dort oben die Zeit, die war sehr hart, weil in 10 Tagen 89 Experimente durchsehen. Das geht wirklich am Laufen. Was waren das zum Teil für Experimente? Sehr unterschiedliche Experimente, auch Technologien. Wir haben auch Robotik gemacht. Übrigens, meine Robotik-Anfänge reichen zurück bis zu meiner damaligen Mission. Das sogenannte Rotex-Experiment habe ich zusammen mit dem Professor Hirzinger gemacht und seitdem mache ich Robotik. Aber wir haben auch biologische Experimente gemacht, was ich gerne nenne, ist Pilze im Weltraum. Jetzt werden Sie sich fragen, wozu braucht man Pilze im Weltraum? Ja, ja. Die Antwort lautet, man wusste bis dahin nicht, warum Pflanzen nach oben wachsen können. Ich meine, die Wurzeln gehen nach unten, der Oberteil geht nach oben. Woher wissen die überhaupt, wo oben und unten ist? Und man wusste das nicht, denn Pflanzen haben kein Sinnesorgan. Pflanzen genauso wenig. Aber es sind ja auch Lebewesen. Aber es sind Lebewesen, haben aber kein Sinnesorgan. Also wenn sie kein Sinnesorgan für oben und unten haben, woher wissen sie, wo oben ist? Und deswegen gab es ein besonderes Experiment, das dieser Frage nachging. Und wir haben deswegen Pilze genommen, die dann im Weltraum wuchsen, haben die dann verglichen mit Pilzen auf der Erde wachsen. Und aus dem Unterschied zwischen beiden, nämlich den Zellstrukturen, haben wir dann herausbekommen, woran das liegt. Jetzt sind Sie ja eben einer von vielen gewesen, die dann immer wieder mehr, da musste man ja Tests bestehen. Ja, ja. Man musste, also bei der Auswahltest. Ne? Beschreiben Sie doch mal der Gesundheitstest, der also, ist ja wesentlich, oder? Wir waren 1799 Anwärter, also 1799. Ich muss allerdings auch gleich dazu sagen, dass nur mal so nebenbei, dass wirklich alle dabei waren. Ich würde mal sagen, zwischen 8 und 80 Jahren waren wirklich alle dabei. Ein interessanter Fall, ein wohl 80-Jähriger hat damals dem Forschungsminister Riesenhuber, den Sie ja wahrscheinlich auch noch kennen, hat sich auch beworben und hat da in seiner Bewerbung gesagt, so wurde mir später dann erzählt, lieber Herr Riesenhuber, nehmen Sie mich, denn sollte mal da oben was passieren, dann kommt es bei mir auch nicht mehr so drauf an. Also, ich will damit nur sagen, also auch solche Bewerbungen waren dabei. Ja, und dann wurde ich... musste ich Auswahltests machen, die waren allerdings sehr schwierig. Die zogen sich insgesamt über ein Jahr dahin, also mit vielen Pausen dazwischen. Die waren extrem hart, das muss man schon sagen. Bei 1798 anderen, da muss man durch eine Mühle durch, das war wirklich sehr hart. Diese körperlichen Voraussetzungen sind nicht so hoch, wie die Leute denken. Denn dieses Zentrifugefahren, um mal was zu nennen, ist ja eigentlich nur während des Aufstiegs mit dem Shuttle oder einer Rakete und dem Wiedereintritt. Im Weltraum ist man ja schwerelos. Da braucht man eigentlich so. Da schwebt man genau. Ist genau andersrum. Ja, ja. Der Kreislauf läuft sozusagen von alleine. Ja. Also es kommt nur auf diese paar Minuten an. Deswegen waren diese Zentrifugentests auch nicht so entscheidend. Da wurde einfach nur geschaut, funktioniert der Kreislauf. Das ist der Sinn von Zentrifugen, funktioniert der Kreislauf. Was allerdings in Ordnung sein musste, ist so eine Rundum-Gesundheit. Ich musste nachweisen, woran mein Urgroßvater gestorben war oder wie auch immer. Also sozusagen die Gene mussten stimmen. Ja, das war sozusagen das Wichtigste in der Medizin. Was viel wichtiger war, waren die
wie soll ich sagen, Intelligenztest, also das, was die Psychologen mit einem gemacht haben, darauf haben die sehr großen Wert gelegt. Was haben die gemacht da mit Ihnen? Ja, alles Mögliche. Okay. Was übrigens auch beinhaltet so ein bisschen handwerkliche Dinge. Ja? Wir haben handwerkliche Tests gemacht, weil ein Astronaut, der da oben Experimente ausführen muss, der soll ja nicht nur geistig da gut dabei sein, sondern er muss eben auch manuell das gut oder sein. Oder es kann was zum Reparieren sein. So ist es. Und das mache ich übrigens sehr gerne. Also ich repariere heute noch Elektronik, Fernseher und alles Mögliche. Also, ja, das mache ich sehr gerne. Also jeder, der so einen kaputten Fernseher hat, der kann gerne zu mir kommen. Also das mache ich heute gerne. Und ich glaube, kennen Sie dann auch noch die PL500? Ja. Und auch die 3N3055 Transistoren, Leistungsträger, das kenne ich alles. Ja. Das ist meine kleine Heimat als Techniker, würde ich sagen. Lassen Sie mich da mal kurz einhaken, was mir Sorgen macht. Also einmal die KI, die ist ja meilenweit beherrscht von USA und von China schon. Eigentlich China, weniger, inzwischen weniger als die USA. Aber wenn Sie mal sehen, die Investitionen, die da gelaufen sind, ist ja unglaublich. Wir sind da eigentlich hinten an, wenn Sie das machen. Total. So, ja, und so es das. War ja schon so bei den Halbleitern. Ja, also so wir sind ja auch total abhängig, das haben wir jetzt wieder gesehen. So ist das ja. Die ganzen, also ich komme aus der Halbleiterei, wir hatten viermal Jahre, wo wir einfach, das war wie Gold. Ja. Aber auch da sind wir weg vom Fenster. So ist das. Das liegt natürlich zum Teil schon auch an unserer Mentalität, der Amtsschimmel, der geht immer über alle. Ja? Wie sehen Sie das? Macht Ihnen das nicht auch Sorgen, dass man sagt, Mensch, die künstliche Intelligenz kann doch kein Mensch aufhalten? Ja, so ist es. Und es hat und wird auch ein wichtiger Faktor in unserer Gesellschaft sein. Ich bin übrigens im Bayerischen Ethikrat und mache dort die künstliche Intelligenz. Wir haben gerade eine Stellungnahme rausgegeben zur künstlichen Intelligenz. Ja, so sind die Deutschen und die Europäer. Ja. Da fehlt sozusagen jemand oder irgendeine Einrichtung, die so langfristige Visionen hat und erkennt, was wichtig ist. Nicht alles ist wichtig, aber manche Dinge sind wichtig. Und künstliche Intelligenz ist sehr wichtig. Und ich arbeite ja auch damit. Also das ist sowas von wichtig. Da müsste man mehr investieren, mehr Lehrstühle zum Beispiel machen, aber auch mehr Einrichtungen. Das haben die Deutschen verschlafen, übrigens genauso wie die Robotik, muss man auch sagen. Ja. Und jetzt kommt eines dazu. Wir haben ja nach wie vor Tonnen von dummem Geld auf den Konten liegen. Und die müssen ja im Grunde in intelligente Köpfe kommen. Ja. Also klar machen das die einen oder anderen, wir machen Start-up ein bisschen. Aber dennoch, wenn da irgendwas schon wieder schief, nein, dann gehen die gleich wieder raus. Und der Grund ist eigentlich ganz einfach. Ja. Die Deutschen haben Angst vor der Zukunft und deswegen haben sie Angst vor Veränderungen und deswegen haben sie Angst vor Technik. Genau. Das ist sozusagen der Maschinenraum, in den sich gerade alte Menschen nicht reinwagen. Ja. Die Technik hat immer einen Fadenbeigeschlag, übrigens auch die Raumfahrt, die Raketen. Wenn sie nach Peenemünde gehen, wäre das verdammt, ich weiß nicht, ob sie dort noch einmal sehen, Rakete ist schlecht, alles ist schlecht. Das ist eine typisch deutsche Einstellung, da sind die anderen anders. Die Drittländer und die USA, und warum die das machen, ist eigentlich interessant. Sie sehen sich als Pioniere der Zukunft und deswegen machen sie das anders. China auch, die sagen, die Zukunft ist das, wo wir hinsteuern. Das ist das, wo wir uns engagieren. Und da sind die Europäer und insbesondere die Deutschen genau anders. Und ich meine, Herr Professor, ohne Technik gibt es keine Zukunft. So ist es. Aber wenn man immer nachhinkt, Das war's dann. Also die Abhängigkeit bei Halbleitern ist dramatisch. So ist es. In Robotik inzwischen auch. In der künstlichen Intelligenz wird es auch so sein. Nur Deutschland basiert auf Dingen oder macht ihr Geld mit Dingen, die eine Ausreifung von Technologien. Machen wir Autos. Ja. Typisches Beispiel. Ja? Wir sind jetzt nicht die neuen Autobauer oder wie auch immer, sondern wir reifen Technologie aus. Wir machen sehr gute Autos, ausgereifte, hoher Sicherheitsstandard, das können die Deutschen. Das ist ihr Vorteil. Wenn sie das weitermachen, haben sie auch noch ein Asset, heißt es ja auf gut Deutsch. Also etwas, womit sie dann wirklich Geld machen können in der Welt. Aber die neuen Dinge, sei es nun Google, Suchmaschinen, ist ja egal was, da sind die Deutschen ganz außen vor. Das können die einfach nicht. Aber das ist doch gefährlich. Ja, also das ist es. KI kann man nicht mehr aufhalten. Also ich meine, ich arbeite sehr viel mit ChatGPT. Ja. Und ich meine, nur ein Beispiel, ein guter Bekannter von uns ist Pfarrer. Und der war dann kürzlich in München hier, als Pfarrer in Franken, evangelischer Pfarrer.
Und dann war er bei seiner Tochter, meine Frau war auch da, dabei. Und dann sagt er, ich muss jetzt nach Hause, ich muss meine Predigt schreiben für Sonntag. Ja, ja. Hm. Dann sagt sie, Papa, was hast du denn? Und sagt er, Psalm so und so, ja. Hat die das eingegeben. Ja. Dann kam also, ich weiß nicht, 20 Sekunden später, kam die Predigt raus. Jetzt ist es natürlich ein Problem, wenn man sagt, es ist ja nicht mein eigener Geistesbahnhof, sage ich mal. Aber so geht's. Und ja, jetzt muss man ein bisschen vorsichtig sein. Also ich arbeite auf dem Gebiet von KI natürlich. Und ich benutze auch ChatGPT, aber ist nicht verlässlich. Also was das System macht, durchwühlt das ganze Internet nach Informationen, aber es hat kein Verständnis von der Welt. Das heißt, das Ergebnis dieser Aussagen, die ChatGPT liefert, ist manchmal falsch, einfach falsch. Also ich habe öfters mal das System ausprobiert. Also ein typisches Beispiel, ich habe mich mit ChatGPT unterhalten und habe gesagt, ich stehe vorm Spiegel, ne, und der vertauscht ja links und rechts, habe ich ihm gesagt. Und dann habe ich gesagt, warum? Und dann hat er mir eine ewige Antwort gegeben. Tatsächlich muss man wissen, dass ein Spiegel nicht links mit rechts vertauscht, sondern wenn ich so mache, macht das Gegenüber ja auch so, also dieselbe Seite. Also links und rechts bleibt gleich, nur vorne und hinten. Wenn ich in die Richtung zeige, zeigt die andere Richtung. Sage ich zu ChatGPT, das stimmt doch gar nicht. Er vertauscht gar nicht links und rechts. Und dann kam man so ein bisschen, doch, sagt er, ja, aber er hat es im Internet falsch gelesen. Also ich will damit sagen, dieses System hat kein Weltverständnis. Es hat nie selber vorm Spiegel gestanden und gesehen, wie es funktioniert. Es weiß sozusagen nur Dinge von anderen. Also deswegen muss man als Wissenschaftler kann man auf ChatGPT nicht vertrauen. Dennoch, Ihre Studierenden, die sind ja auch schlaue Kerlchen oder schlaue junge Damen. Es ist so, ich benutze selber ChatGPT. Ja. Also ich will konkret sagen, wenn ich was schreibe zum Beispiel und ich habe das Gefühl, also der Satz ist sowas von schief geworden, das stimmt nicht, dann gehe ich zu DeepL, gebe den Satz nochmal ein und dann kommt tatsächlich eine wunderbare Formulierung. Und da stimmt alles. Ja. Also dafür sind solche Systeme aber gut. Aber jetzt ist es doch so, also ich bleibe dabei, wir haben wirklich die rote Laterne in der Halbleitertechnologie. Sehen wir mal von Infineon etc. Ich würde nicht sagen rote Laterne, aber doch ziemlich weit hinten. Aber ziemlich weit hinten, hinten. Genau. Korrekt. Dennoch, jetzt ist es mit KI, es wird ja genauso kommen. Ja, ja, und wenn man mal schaut, damals Telefax hat die Firma Hell in Lübeck erfunden. Ich weiß. Und dann irgendwann haben sie gesagt, ja, also vertriebsmäßig, dann haben die das wirklich fast zu 100% den Japanern gegeben. Ach, so ist es. So, und dann war die Technologie weg. So ist es, dann, aber es gibt mehrere solcher Fälle, wo das uns Deutschen passiert ist. Auch die Robotik-Cooker, ne, das war ja ähnlich, wurde dann an die Chinesen vergeben, die haben es dann aufgehoben. Die stecken in sowas viel Geld rein. Und man darf nicht vergessen, und das wissen die wenigsten Deutschen, inzwischen ist China weltführend in künstlicher Intelligenz. Und zwar mit Abstand. Sie haben die meisten Patente da drauf. Also da wird noch einiges auf uns zu. Und ich kann Ihnen gleich sagen, KI wird eine dominierende Technik werden. Absolut. Aber wie bei allen anderen Techniken muss man sehr vorsichtig gegenüber sein. Man darf solchen Systemen nicht aber alles glauben. Jetzt sind Sie schon ein bisschen zu deutsch wieder. Nein. Immer so, die Deutschen Technik. Haben ja so vorsichtig Nein. Ich bin dafür, KI zu benutzen. Ja. Und dafür plädieren wir auch im Bayerischen Ethikrat. Aber immer mit Vorsicht. Das ist wie bei anderen Menschen. Das heißt, wenn ich weiß, jemand ist eine Persönlichkeit und kennt sich in seinem Fachgebiet aus, heißt das noch lange nicht, dass er alles von der Welt weiß. Aber das wird kommen. Man muss die Grenzen einer Technik kennen. Aber das ist, wo sind die? Nehmen wir GPS. Ja. Ne? Es gibt Menschen, die verlassen sich blind darauf. Das darf man nicht. Nee. Man muss selber landet man in einem Fluss oder irgendwo. Genau so ist. Man muss ein Gefühl dafür haben, wo die Grenzen der Technik sind. Die muss man wissen und dann teilweise entsprechend anders reagieren. Das gilt für alle Technologien. Jetzt kommen wir zurück. Sie waren im Weltall. Yeah. Wie sieht denn die Welt aus von oben? Sie sieht so aus, wie man es auf Bildern sieht, aber das bringt nichts. Weil, schauen Sie, wenn ich nach Italien in Urlaub fahre und schöne Bilder mache und dann nach Hause komme und sie meinen Freunden zeige und sage, schau her, das ist Italien, das ist toll. Dann werden die sagen, ja, gut, Strand war ja auch schon. Aber die Gefühle, die sie hatten, sind nicht im Bild. Ja. Sie haben es nicht erlebt. Ja. Ein Bild von der Erde zu zeigen, ist eine Sache. Es ist wie Italien halt. Man hat ich kann den Duft, die Wärme, die Temperaturen, also die ganze Umgebung, die Küche, die italienische, das kann ich nicht rüberbringen. Aber all das zusammen macht Italien auch. Und genauso ist dann eben auch so ein Weltraumflug. Erst wenn ich mit eigenen Augen sehe, dass es keine
Grenzen zwischen den Staaten gibt, obwohl diese Grenzen ja alle in unserem Kopf sind. Und zwar seit unserer Schule. Sie kennen den Dirk-Ablass, da weiß man genau, da sind die Grenzen. Sie schauen runter, dann gibt es keine Grenze. Es gibt nur einen Kontinent und da ist viel Wasser. Und dann sagt man sich zum ersten Mal, mein Gott, ist da unten viel Wasser. Wusste ich ja gar nicht. Ne? Mehr als 2/3 der Erde ist mit Wasser bedeckt. Und dann sagt man, ah ja, gut, jetzt habe ich es gesehen. Und das bleibt hängen. Aber nur, weil man es mit eigenen Augen gesehen hat. Beschreiben Sie doch mal die Gefühlswelt. Also wenn, das muss ja Wahnsinn sein. Also wenn Sie damals in die Rakete eingestiegen sind, war da die Angst weg? Nein. Also das werde ich oft gefragt, Herr Walter, hatten Sie keine Angst? Man muss unterscheiden im Leben zwischen Angst und Sorge. Angst hat man immer dann, wenn ich die Situation nicht kenne und nicht weiß, was ich tun soll. Aber das ist als Astronaut nicht so. Man hat sich 5 Jahre auf eine Mission vorbereitet. Tatsächlich habe ich in diesem Shuttle schon gesessen beim Training. Ich kenne jeden einzelnen Schalter. Vor mir habe ich einen sogenannten eine Checkliste. Da steht genau drauf, wenn was passiert, muss ich was tun. Nur zur Erinnerung, man hat natürlich alles im Kopf. Und das gibt einem ein Gefühl von einer Sicherheit, was zu tun wäre, was passiert. Und das nimmt einem die Angst und hinterlässt nur noch Sorge. Natürlich ist Wobei Sorge ja die Vorstufe von Angst ist. Ja, das ist richtig. Ist so. Aber bei Sorge kann man noch vieles tun. Kann ich vieles tun. Ich weiß, was ich zu tun habe. Oder ich muss was tun. Bei Sorge muss ich was tun. Und ich weiß, was ich zu tun habe. Aber wenn ich nachts schlafe und ich habe irgendwie ein Geräusch gehört und ich weiß nicht, was ist, das macht Angst. Weil ich nicht weiß, was mache ich denn jetzt. Ja? Und das ist ein entscheidender Unterschied. Also ich muss als Mensch leben lernen, mit Sorge zu leben. Deswegen muss ich mich auch innerlich auf solche Situationen vorbereiten. Und genau das wurde von den Psychologen mit uns trainiert. Und das war ein wichtiger Punkt. Das mache ich heute noch. Wenn ich in eine Situation hineinkomme, von der ich nicht weiß, was da passiert, gehe ich sie mental durch und bereite mich wenigstens geistig sozusagen davor. Ich spiele viele Szenarien durch und überlege mir, was würde ich tun. Und das nimmt einem tatsächlich die Angst. Und das habe ich gelernt. Sorge ist zwar nicht schön, aber damit kann man umgehen. Angst ist schlecht im Leben. Da kann man ja dann auch meistens, nicht so reagieren wie bei Sorge. Bei Sorge kann man ja sagen, okay, es macht mir Sorge, ich muss. Im Gegenteil, man ist ja gelähmt. Aber Angst, gelähmte Angst heißt es. Genauso ist es. Und das ist schlecht. Jetzt sind Sie ja eine ganz berühmte Persönlichkeit. Aber Sie haben so viele, wenn ich das so sage, so viele Facetten. Ja? Ja. Also, weiß man gar nicht, wo anfangen. Aber eine, ja, bitte. Ja. Ja. Ja, nehmen Sie doch mal eine andere. Ja? Also eine andere. Sie verstehen ja auch etwas von Glück. Ja. Beschreiben Sie mal, warum ist das so? Schauen Sie, die Leute sehen mich als Astronauten, aber das bin ich nicht. Wenn Sie wissen wollen, wer da Ihnen gegenüber sitzt, dann müssen Sie verstehen, dass da jemand ist, der die Welt verstehen will. Er will wirklich verstehen, bedeutet tief graben, um zu verstehen, warum sich Menschen so und so verhalten. Wo graben Sie da? Also es gibt das ja verschiedene Bereiche. Das hängt davon ab, was ich verstehen will. Das Ganze fing an, als ich etwa 12 Jahre alt war. Da kam mein Vater, übrigens ein Dorfschullehrer, nach Hause und brachte einen Kreisel mit. Mit sogenannter kardanischer Aufhängung, kannte ich damals nicht. Also ein Kreisel, der so komisch aufgehängt ist. Und dann, wenn man dann die Aufhängung dreht, bleibt der Kreisel stehen. Also man kann das Gehäuse drehen, wie man, der Kreisel bleibt immer stehen. Und ich saß davor und habe gesagt, das kann nicht sein. Wie funktioniert das? Ja, hat er gesagt, das ist sehr kompliziert zu erklären. Hat er gesagt, das kann ich dir jetzt nicht erklären, aber wenn du es wissen willst, musst du studieren. Habe ich gesagt, was? Physik. Habe ich gesagt. Toll. Und das war sozusagen wirklich der Anlass, zu sagen, wenn ich Welt verstehen will, und zwar die Physik halt, dann muss ich Physik studieren. Und das war für mich wirklich die Grundlage. Aber es gibt ja viele andere Dinge. Ich möchte auch Menschen verstehen. Warum und wann ist der Mensch glücklich? Und mit dieser Frage habe ich mich seit 15 Jahren ungefähr beschäftigt, habe dazu auch einige Artikel im anderen Buch geschrieben und ich habe es verstanden. Es ist eine Mischung aus unterschiedlichen Dingen. Es gibt dann sehr unterschiedliches Verhalten. Also nehmen wir ein Beispiel, jemand gewinnt im Lotto. Das Interessante am Glücklichsein mit dem Lottogewinn ist, und das nennt man eine hedonistische Mühle, eine sehr interessante Tretmühle. Was heißt das genau? Das bedeutet Folgendes. Ich bin glücklich. Hedonistisch heißt glücklich sein. Ja. Ich bin glücklich, aber das dauert nur ein paar Monate an. Dann wird es zum Normalfall. Ja. Dann will man wieder ein neues Glück, oder? Nein. Dann findet man sich mit dem Zustand ab. Das ist biologisch gewollt, muss man so sagen. Das habe ich verstanden. Und zwar aus folgendem Grunde. Dauernd glücklich sein geht nicht. Man muss sozusagen auch den Alltag haben.
Interessanterweise geht es andersrum auch. Die hedonistische Tretmühle funktioniert auch andersrum. Also nehmen wir ein Beispiel. Mir muss ein Bein abgenommen werden, was extrem eingreifend in mein Leben ist. Und ich bin nicht glücklich. Im Gegenteil, ich bin ziemlich unglücklich in meinem Leben. Und interessanterweise, nach etwa ein, zwei Jahren, hat man sich an diese Situation gewöhnt. Und der Glückszustand ist genauso wie vorher. Also konkret, es gibt so eine Tabelle oder eine Skala zwischen 1 und 10, das macht man international so. Übrigens, Archimedes hat sich auch schon mit dieser Frage, Aristoteles hat sich mit der Frage, und die Deutschen liegen bei 7, also sind leicht überdurchschnittlich. Also, wenn ich einen Lottogewinn habe, rutsche ich auf 8, vielleicht 8,5. Wenn mir ein Bein abgenommen wird, rutsche ich auf 5. Nach einem Jahr, und das ist das Interessante, lande ich immer wieder zurück bei 7. Und das ist die hedonistische Tretmühle. Es gibt nur eine Ausnahme davon. Und nur diese eine Ausnahme. Und das ist Schmerz. Schmerz führt zu dauerndem Unglücklichsein. Es gibt da keine hedonistische Tretmühle. Und das ist der Grund, warum es so viele Suizidfälle deswegen gibt. Spannend, spannend. Ja, das ist sehr interessant. Ja, das kann man wohl sagen. Lassen Sie uns mal zurückkommen. Sie sind ja auch ein sehr, ja, bekannter Hochschullehrer. Yeah. Inwieweit hat denn Sie mussten ja als Astronaut, bevor Sie also wirklich dann in die Rakete stiegen, mussten Sie ja viele, viele Prüfungsergebnisse abwarten. Yeah. Hat das irgendwie jetzt auf Ihren, weil es ist, Sie prüfen ja auch Ihre Studierenden, hat das eine Auswirkung? Oder? Ja, das hat schon eine Auswirkung. Ja. Ich würde mal sagen, die Anforderungen sind bei mir schon sehr groß. Ich muss mal anders sagen. Schauen Sie, ich unterrichte Luft- und Raumfahrt, ne? Studiengang Luft- und Raumfahrt. Luft- und Raumfahrt fasziniert junge Menschen, die eine hohe Motivation haben. Deswegen kriegen wir in der Luft- und Raumfahrt wirklich immer sehr gute Studenten. Also auch international, ja? Ja, international ist das so. Und gerade die Raumfahrt, also ich gebe Vorlesungen in der Raumfahrt, im Studiengang Luft- und Raumfahrt, die sind noch mal höher motiviert. Und ich kann mir die Leute aussuchen. Und deswegen habe ich, muss ich wirklich sagen, die Freude, mit Studenten und Mitarbeitern zusammenzuarbeiten, die wirklich alle höchst exzellent sind. Und das macht den Freude und den Spaß aus. Und das ist wirklich so, die Leute, die sind nicht nur hochmotiviert, sind gut und die gehen dann auch in die Wirtschaft und werden wirklich ganz toll. Also der Spaß an meinem Beruf, aber auch die Forderung an die Studenten, dann entsprechend gut zu sein, ist entsprechend groß. Und das habe ich teilweise, um auf Ihre Frage zurückzukommen, habe ich eben auch aus der Auswahl zum Astronauten, wenn Sie da 1800 Leute haben, da können Sie sich leisten, Leute, die nur zweifelhaft sind, auszuselektieren, ja. Und dann gehen Sie auf Nummer sicher und nehmen einfach nur die Besten. Wie spielt denn generell bei Ihnen die Motivation, was spielt die für eine Rolle? Ah, das ist ganz, es gibt zwei wichtige Dinge im Leben. Ja. Neugier, der Einstein wurde mal gefragt, was ihn denn so toll machen würde, dass er so toll ist. Und dann hat er gesagt, ich bin gar nicht besonders toll, hat er gesagt. Ich bin neugierig, das prägt mich. Das zweite ist Leidenschaft. Ja. Wenn Sie was machen, nicht hundertprozentig, dann immer 110%. Richtig. Also die Neugier behalten und dann leiten Studenten, die beides mitbringen, die können sie überall reinwerfen. Die sind nicht nur gut in Luft- und Raumfahrt, denen können sie irgendwas geben, die arbeiten sich rein und sind gut. Und das zeichnet wirklich gute Leute aus. Ich habe ja eine Honorarprofessur in Da Nang und ich unterrichte dort drüben Medizinstudenten. Yeah. Und als ich da vor fast 4 Jahren begann, dann habe ich gesagt, machen wir alles in Englisch, aber stellen Sie sich doch mal vor. Ja. Die haben nicht geredet. Ja, nur das ist ein typisch kulturelles Aufhalten. Ja, kulturell, ja, aber auch durch den Vietnamkrieg. Also die sind ja zu Hause mit. Ja. Das gibt's ja nicht. Ich sag, dann haben sie gesagt, mein Name ist da und ich bin irgendwie Zahnstudium, erstes Semester und dann alle. Ja. Ja, dann habe ich gedacht, jetzt muss ich da anders rangehen. Dann habe ich gesagt, Mensch, das gibt's denn? Erzählt mir doch mal, was ihr gut könnt. Was mögt ihr an eurem Leben? Und dann wieder nichts. Und dann eine junge Studierende, also die sehen ja aus wie 14 oder so. Und dann sagt sie, I can sing very good. Dann habe ich gesagt, sing doch mal. Und das hat sofort eine Flamme gegeben. Ich kann auch was. Und, so. Und das ist so schön. Wie ist denn bei Ihnen als Professor? Sie sind ja auch so ein emotionaler Mensch. Ja, also, auch. Ja. Und Sie strahlen ja auch eine mega Energie aus. Also, liebe Zuschauer, leider spüren Sie es nicht, aber ich spüre das momentan gerade. Aber was da toll ist, ja,
dass man auch mal so ein bisschen aus seinem Leben was erzählt. Und nicht nur, weil wenn Sie mal loslegen, also... Ich habe eine eigene Vorlesung dazu, nennt sich Bemannte Raumfahrt. Also Sie müssen das so sehen, vor ein paar Jahren, vor etwa 10 Jahren, kamen die Studenten auf mich zu und haben gesagt, Herr Walter, wir würden gerne was von Ihren Erlebnissen in der Raumfahrt haben. Habe ich gesagt, okay, ich mache eine eigene Vorlesung. Aus dem Nähkästchen erzählen, Vorlesung. Ja? Genau. Die nenne ich Bemannte Raumfahrt. Storytelling. Und dort mache ich das, eine der beliebtesten Vorlesungen überhaupt. Das mische ich natürlich inzwischen auch mit fachlichen Dingen. Aber wie auch immer, das ist eine Vorlesung, die lieben die Studenten. Also, und das ist wie immer im Leben. Um anderen Menschen etwas mitzugeben, muss man sozusagen, gehört nicht nur das Fachliche dazu. Es gehört eine interpersonelle Beziehung zueinander. Und deswegen ist für mich wichtig, in die Augen der Studenten schauen zu können, zu sehen, wie sie reagieren. Und wenn ich in ihren Augen sehe, das haben sie nicht verstanden, dann muss ich eben jetzt aufhören und mir das überlegen, wie erkläre ich ihnen das anders. Und wenn sich dann das Gesicht wieder aufhält, weiß ich, jetzt war es in Ordnung. Also diese Interaktion, das Persönliche. Und erinnern Sie sich doch mal an Ihre Lehrer in Ihrer Schule. Sie können doch nicht daran sich erinnern, das weiß ich, was Sie in welchem Unterricht gelernt haben. Was Sie sich erinnern können, ist, das war eine Person, die hat mich beeindruckt, die hat mich geprägt in ihrer Art, nicht in den fachlichen Details, in der Art, das hat mich geprägt. Und das nimmt man mit im Leben. Und ich versuche als Lehrender eben auch so zu sein, nicht nur das Fachliche mitzugeben, sondern auch diese persönliche Motivation, eigenes Erlebnis der Raumfahrt, das gehört mit dazu, ein guter Raumfahrer zu sein. Wie wichtig ist denn auch, ich komme nochmal zurück zu Glück, wie wichtig ist da die Liebe? Liebe ist sehr wichtig, Beruf übrigens auch, das wissen die wenigsten. Liebe ist sehr wichtig, eine gute Beziehung, Familie, Beruf, das sind ganz wichtige Dinge. Eine gute Beziehung zu führen ist sehr schwierig, das wissen wir alle, das muss man lernen. Das Wobei wir ja auch alle Jahre. Älter werden. Ja? Also früher, ja, früher. Das Interessante in einer Beziehung ist, dass sich eine Beziehung ständig ändert. Das heißt, man muss... Mann oder Frau muss mitgehen können. Mitwachsen. Und wenn das nicht funktioniert, dann geht das selbst nach 20, 30 Jahren. Dann hat man sich nichts mehr zu sagen. Dann hat man sich nichts mehr zu sagen. Es gibt aber auch den Umgekehrten, dass man sich näher kommt, über die Jahrzehnte muss man sagen, aber es gibt auch den Umgekehrten, dass man auseinandergeht. Man muss immer aufpassen. Man muss immer ein Auge drauf halten. Eine Beziehung ist nicht selbstverständlich. Und sie ist sehr wichtig. Übrigens, das Wichtigste an der Beziehung, das habe ich eben auch in meinen, es gibt da wissenschaftliche Untersuchungen dazu, das Wichtigste ist, die Probleme in einer Beziehung zu umschiffen. Also dazu gehört konkret, es gibt also psychologische Untersuchungen, man kennt ja seinen Partner. Man weiß genau, wie er tickt, wie ich ticke und es gibt Dinge, da ist man vollkommen unterschiedlicher Meinung. Wissen Sie, wie eine gute Beziehung funktioniert? Wenn so ein Thema, wo man weiß, ich stimme mit dem anderen überhaupt nicht überein, Thema wechseln, Thema umgehen. Das ist sozusagen das Erfolgserlebnis einer guten Beziehung und Streit beenden können. Jeder hat Streit, aber wie man mit Streit umgeht und dass das nicht dauerhaft bleibt, ist etwas, das muss man lernen und macht auch eine gute Beziehung aus. Und nur dann ist man glücklich. Und ich glaube, was auch wichtig ist, zum Beispiel, wie soll ich das sagen, viele Menschen oder einige Menschen haben ja, sagen wir mal, so die kleinen sogenannten Notlügen mit im Programm. Das gehört mit. Das gehört zum Leben. Dennoch glaube ich, dass desto mehr man sich im Grunde in der Wahrheit zu Hause fühlt, in der eigenen Wahrheit, desto mehr ist die Authentizität sichtbar. Das ist richtig. Das ist etwas ganz Wichtiges, weil wenn jemand authentisch ist, ja, das ist Kraft. Ist richtig, ja. Das ist richtig. Aber so eine, ich würde es nicht sagen Notlüge, aber eine Unwahrheit erzählen können, also gehen wir zum Beispiel, Sie haben todkranken Krebspatienten, der nicht mehr lange zu leben hat. Ich meine, warum sollten Sie ihm das Ergebnis ganz knallhart erzählen? Ich bin der Meinung, dass es da durchaus gut ist, so eine Person langsam in die Dinge einzuweihen. Ja? Also ich würde das nicht als Notlüge bezeichnen, aber gerade zwischenmenschliche Dinge sind sehr wichtig und da muss man halt auch vorsichtig sein. Sie sind ja auch jemand, der an Gott glaubt. Das ist anders. Ich bin religiös. Religiös. Das ist ein wichtiger Unterschied. Okay. Und zwar sehr stark religiös. Ich bin ein Verfechter des christlichen Glaubens. Ich muss mal sagen, der christlichen Kultur. Ich bin keiner, der an einen konkreten Gott glaubt. Also wenn Sie sich mal überlegen, was macht Religion aus, dann ist es die Kultur einerseits, und da bin ich ein großer Verfechter,
Ich bin übrigens auch ein Verfechter dafür, dass wir hier in Bayern Kreuz im öffentlichen Dienst haben. Ja? Ich freue mich, wenn ich durchs bayerische Land, durchs Voralpenland gehe und die Kreuz am Wegesrand. Das tut meiner Seele gut. Und wenn Sie so an einer schönen bayerischen Kirche vorbeifahren, ja, gehen Sie rein? Ja, mache ich. Ich auch. Vor kurzem passiert, also wir sind in Füssen oft, und da gibt es so ein ganz kleines, Sie kennen das, die steht mitten irgendwo im Feld oder so. Da gehe ich gerne rein, ist eine wunderbare Stimmung. Dafür liebe ich Bayern. Jetzt kommt aber der andere Aspekt. Wie kann Kirche sozusagen den Glauben durchsetzen in einer Gesellschaft? Und das geht sozusagen nur mit dem Glauben an einen Gott, der sozusagen einen ständig beobachtet. Ja? Der kann das wirklich so festmachen. Und an diese Person, an diesen Gott, daran glaube ich nicht. Aber das ändert nichts an meinen religiösen Gefühlen. Verstehen Sie? Das sind zwei sehr unterschiedliche Aspekte. Verstehe. Jetzt lassen Sie uns zu Ihrem neuen Werk kommen. Reiseziel Weltraum. Ja. Das klingt ja schon mal, also ich bin ja Amateur, das klingt ja schon mal utopisch. Dass es da mal irgendwie ein Hotel gäbe. Und es gibt ja die drei großen Herren, also Elon Musk, und dann natürlich Mr. Bezos. Der Engländer noch, die ja da schon bereits, die ja zum Teil schon Tickets verkaufen. Oder, so ist es, Und viele verkaufen. Und einmal um die Welt 50 Millionen oder so, Ja, wenn Sie zur internationalen Raumstation, wie jetzt gerade passiert, jetzt sind jetzt gerade Personen dort oben auf der Raumstation, die haben 50 Millionen bezahlt, das ist natürlich ein sehr hoher Preis. Es gibt auch günstigere Angebote mit dem Richard Branson oder Jeff Bezos, wo man nur so einen Hopser macht in den Weltraum, wo man oben kurz den Weltraum streift. Und am gleichen Tag noch runterkommt. Und dann innerhalb weniger Minuten, 20 Minuten wieder zurückkommt. Das ist wesentlich günstiger. Aber auch da sind die Preise gestiegen. Anfangs 200.000 Dollar, inzwischen 450.000 Dollar, weil das inzwischen ein Reisemarkt ist. Und da regelt den Preis eben Angebot und Nachfrage. Und die Anfrage ist im Augenblick größer als das Angebot. Und deswegen sind die Preise gestiegen. Aber jetzt, was passiert da oben? Also mein Mond ist ja utopisch, weil da müsste man drei Jahre hin und zurück oder so. Also vielleicht darf ich vorausschicken, dass in diesem Buch es nicht nur, es ist kein eigentlicher Reiseführer, sondern es geht auch um die Frage, warum sollte man oder sollte auch nicht in den Weltraum fliegen. Es beginnt eigentlich mit einem sehr philosophischen Aspekt. Zum Beispiel, was wir gerade gesagt haben, Overview-Effekt, den Selbst-Ich-Findungseffekt, solche Dinge. Also was für eine Dimension hat eigentlich Raumfahrt für uns? Was kann ich da erfahren? Also damit beginnt das Ganze, um dann überzugehen, okay, nehmen wir an, ich möchte es unbedingt, oder draußen gibt es viele Menschen, die das möchten. Wie teuer ist das? Und was erwartet mich dann? Wie muss ich das dann umsetzen? Ja, wer sind die Anbieter? Wie verändert mich Reise. Das kommt aber auch noch vorher in den philosophischen Teil, also wo ich darüber rechne, wie wird einen das ändern und warum machen das die Menschen? Ja? Und dann erst geht es dann über die Technik, was wird dann angeboten, aber auch wie gefährlich ist es, das darf man nicht vergessen. Wie bereite ich mich darauf vor, auf so eine Mission? Also erst im zweiten Teil geht es dann mehr in diese technischen Dinge. Ja, und es verändert eben, darüber hat man gerade schon mal gesprochen und das alles beschreibe ich darin. Naja. Wo steht denn die Raumfahrt derzeit? Also sagen wir mal, in Deutschland oder weltweit? In Deutschland ziemlich weit unten, muss man sagen. Das sind so. Wobei unser Ministerpräsident hat ja da, glaube ich, ein Herz dafür. Ja, das ist halt immer so. Und mal, unsere Gesellschaft und die Medien reflektieren ja das, was die Gesellschaft interessiert. Das, so muss man sehen. Sie werden im deutschen Fernsehen oder wo auch immer wenig etwas über Raumfahrt hören. Das ist, wenn Sie mal in Amerika gelebt haben oder in Indien waren oder in China, total anders. Also wenn Richard Branson, was weiß ich, seinen Flug in den Weltraum hat, dann steht das dort auf der ersten Seite, und zwar von der New York Times. Bei uns wird es nicht mehr erwähnt, vielleicht unter Deutschland und die Welt irgendwie so ein bisschen weit hinten. Ja. Also das ist typisch deutsch, weil die Deutschen eben mit sowas nichts zu tun haben wollen. Und das ist eben, wissen Sie, woran es wirklich liegt? Wir sind eine alternde Gesellschaft. Und auch ein alte Menschen haben Angst vor der Zukunft und Veränderung. Und auch so ein bisschen Technologieallergie.
Ja, also das kommt aus den 60er, 70er ja, ja. Jahren. Damals, wir können sich daran erinnern, in den 60er Jahren war eigentlich die Euphorie für die Zukunft sehr groß. Ja. Und dazu gehört Technik damals. Ja. Und dann kam die Änderung in den 70er Jahren, wo es genau in die andere Richtung ging. Und das ist bis heute eigentlich immer so. Ich sehe so eine leichte Tendenz unter den ganz Jungen, also unter den jetzigen Studenten, sehe ich wieder eine leichte Tendenz hin zur positiven Einstellung gegenüber Technologie. Aber wir hatten einige Jahrzehnte, wo es genau andersrum war. Aber Herr Professor Walter, führt es nicht auch zu einer Zweiklassengesellschaft? Ja. Gerade, also es gibt ja heute gewisse Veranstaltungen, da kannst du gar nicht, ohne elektronisches Ticket zu ziehen, kommst du gar nicht mehr rein. Also du kannst nicht an eine Kasse gehen. Und das hat einen Begriff, the two cultures. So heißt das international, der stammt aus den 50er Jahren und bedeutet Folgendes. Ja. Tatsächlich leben wir in zwei Kulturen. Die geisteswissenschaftliche Kultur und die wissenschaftstechnische Kultur. Und diese beiden haben sich über die Jahrzehnte wirklich auseinandergelebt. Schauen Sie, wenn jemand in der Talkshow sagt, ach wissen Sie, in Mathematik war ich nie so gut und Physik ganz schlecht, dann kriegen Sie Applaus. Ja. Das geht in der Welt nicht. In allen anderen, in den USA kriegen Sie dafür keinen Applaus. Im Gegenteil, Sie sind unten durch. Ja. Nur in Deutschland kann man sich das leisten. Im Gegenteil, sie stehen als toller Mensch da. Das ist eine typisch deutsche Eigenschaft. Wenn ich sagen würde, ach, Norma, das ist doch dieses Supermarkt wie Aldi, ja? Ja, dann bin ich ja unten durch, ne? Weil ich nicht weiß, Norma, ne, literaturwissenschaftlich. Also das sind die zwei Kulturen. Das heißt, alles, was geisteswissenschaftlich ist, Kunst, Literatur, diese Dinge werden in unserer Gesellschaft sehr hoch geschätzt. Wissenschaft und Technik sind die Blaumänner. Ja, die braucht man so. Tatsächlich, wenn Sie sich fragen, warum ist das in unserer Kultur so, das geht auf die alten Griechen zurück. Platon, Aristoteles, die waren der Meinung, dass das Geistige über dem Handwerk steht. Die Handwerker wurden damals aus der Stadt gejagt, so war das damals. Und diese Kultur hat sich dann über die Religion, christliche Kultur, dann bis in die heutige Zeit durchgezogen. Das ist unsere Kultur, die wir sozusagen mit der Muttermilch aufsaugen und die prägt uns. Und davon wissen wir nichts, aber so tickt, also die Two Cultures ist nach wie vor prägend für unsere Gesellschaft. Jetzt beschreiben Sie doch mal, warum Sie so fit sind. Ja, was machen Sie denn so? Zwei Dinge prägen das Leben. Neugier, und Leidenschaft, genau. Nach wie vor neugierig. Wenn, ja, genau. Neugier, ich bin, das habe ich doch gerade gesagt. Ja, ja. Ich bin neugierig, warum sind Menschen glücklich? Also arbeite ich mich über 10 Jahre lang, ich habe wirklich alles gelesen über glücklich sein. Ich habe alles gelesen über die Psychologie von Frauen. Ich kann Ihnen genau sagen, warum Frauen so sind. Genauso habe ich Artikel dazu geschrieben. Das ist Neugier, verstehen Sie? Und zwar über die gesamte Welt und die Leidenschaft. Und wenn ich mich da reinarbeite, dann mache ich es verdammt nochmal richtig. Ja? Und dann arbeite ich mich Jahrzehnte. Und dann lese ich wieder. Sind Sie auch so ein Perfektionist? Ja, das... Oder ja, nahe. Sagen wir so. Nahe. Wenn es mich interessiert, ja, dann bin ich... Wenn ich was mache, dann richtig. Aber ich muss Ihnen ehrlich sagen, da gibt es viele Dinge, die interessieren mich nicht. Also nehmen wir mal an, die Krönung jetzt in England. Ich habe ehrlich gesagt das nur am Rande mitbekommen, weil mich sowas einfach nicht interessiert. Aber ich verstehe Leute, die das interessiert. So ist es jetzt nicht. Aber jetzt erzähle ich Ihnen etwas. Ja. Wir hatten ja auch so eine kleine Hochzeit hier in Bayern mit Prinz Ludwig von Bayern und seiner Gattin. Und meine Frau und ich, wir waren dort eingeladen. Und das war sowas von schön, einfach zu spüren, wie die Tradition auch lebt. Yeah. Also die Theatinerkirche, die war... Und das ist das Schöne an Bayern. Ja, das ist das Schöne. Dass und vor allem die Tradition gibt. Und das eben, das heißt ja Laptop und Lederhosen, ja, genau, dass beides zusammen in Bayern. Und das ist wirklich toll. Das können sagen, die Bayern und gut. Und da sind Leute eingeladen gewesen, also normalerweise glaube ich, ich kenne die man gar nicht kannte. Yeah, yeah. Aber es war eine wunderschöne... sagen wir mal, Tiefe in dieser Gesellschaft. Ja, ja. Wunderschön. Das glaube ich. Und das ist, wie Sie richtig sagen, das ist das Schöne an unserem Bayern. Ja. Also, dass wir eben einfach die Tradition haben. Und das kann eben Söder auch. Ne? Ja, ja, oder überhaupt unsere bayerische Regierung, dass sie beides zulässt. Der erste Internet-Backbone wurde zwischen Nürnberg und München gemacht. Das ist aber schon 20 Jahre. Daran sehen Sie, hey, die Bayern sind der Technologie offen gegenüber. Und das sind die Bayern von Natur aus. Absolut. Und sie haben Tradition. Der Strauß hat mal gesagt, das weiß ich noch bei der Eröffnung irgendeiner Sache, da war ich dagegen und sagte, wissen Sie, hat er gesagt,
Bayern ist traditionell und innovativ. Wenn wir was zum ersten Mal tun, dann ist das innovativ. Und wenn wir das zweite Mal tun, dann ist es traditionell. Hat er gesagt, das ist das Tradition. Da ist was dran. Da ist was dran. Ja. Da ist was dran. Jetzt komme ich nochmal zurück also zu unserem Amtsschimmel, der ja viele Technologien im Grunde, also da braucht man noch eine Unterschrift und noch eine Unterschrift und noch eine. Und dann, wenn das nicht reicht, dann kriegt das Ganze mal eine 18-stellige Nummer. Und wenn das immer noch nicht reicht, dass man das Ding nicht mehr bremsen kann, dann wird es besteuert. Ja. Dann war es das. Dann war's das. Aber jetzt komme ich mal dazu, in USA. Also ich hatte viele Jahre eine Firma im Silicon Valley. Ich war der Erste, der den Begriff Silicon Valley, kannte hier überhaupt keiner. Da drüben bin ich immer bei der Happy Hour gewesen, habe mir gelauscht. Ich habe Firma Steve Jobs persönlich erlebt. Ja. Da habe ich mir gedacht, Mensch, wie reden die? Da gibt es keine Bremsen und nichts. Und da drüben werden halt einfach mal Dinge gemacht. Und die werden halt einfach mal gemacht. Und manchmal, wenn es dann geht, ist gut. Und wenn nicht, kommt vielleicht noch mal ein Penalty oder so. Das hättet ihr nicht machen dürfen. Aber bei uns wird alles im Vorfeld sehr kompliziert. Ja, das ist richtig. Begonnen. Und zwar wissen Sie warum? Weil die Menschen, weil die Verwaltung Angst hat. Angst hat. Sie hat Angst. Die müsste mal Sorge haben. Sie hat Angst, was Falsches zu tun. Ja. Deswegen kommen noch mehr Gesetze, die das noch weiter regeln und noch weiter regeln. Ich war 5 Jahre bei IBM, das war in Schöneich, also in Baden-Württemberg. Dort habe ich es genau andersrum. IBM ist ja eine amerikanische Firma. Und dort habe ich es gelernt. Ich war Projektleiter, ich war erstmal Project Manager, das habe ich gelernt. Dann hatte ich 3 Projekte. Und die ersten 2, das waren so kleinere, habe ich in Sand gesetzt. Ja, die haben nicht funktioniert. Und dann ist IBM zu mir gekommen und gesagt, Herr Walter, jetzt haben Sie die Erfahrung und jetzt werden Sie dieses wichtige Projekt für uns machen. Ja? Und genau so war es. Und das ist eine Cash-Cow geworden. Absolut, toll. Und das habe ich gelernt. Man muss, durch Fehler lernt man. Absolut. Aber immer nicht dieselben Fehler machen, sondern neu. Also ein Esel stolpert nur einmal über denselben Stein, kein zweites Mal. Aber das ist bei uns, also wenn wir einen Fehler, dann wird gleich alles gebremst und so. Es gibt keine Fehlerkultur in Deutschland, nein. Es muss, die Leute erwarten, dass man perfekt alles macht. Nein, man lernt nur durch Fehler. Und das macht jetzt übrigens auch der Elon Musk mit seiner Rakete Starship. Die Medien haben gesagt, um Gottes Willen, die Rakete ist explodiert. Das ist normal. Die erste Rakete explodiert immer. Und Sie werden sehen, in einem Jahr hat er das in den Griff und dann fliegt er regelmäßig mit dieser Rakete in den Weltraum. Jetzt sind wir leider am Ende der Sendung, aber Sie sind auch Träger der goldenen Medaille von Wernher von Braun. Ja. Was würden Sie ihm sagen, wenn Sie jetzt vor ihm sitzen würden? Wir tragen deine Staffel weiter. Er wollte Raumfahrt, den friedlichen Raumfahrt, das war sein Ziel, er wollte langfristig zum Mars. Das muss man wissen. Er wollte über den Mond zum Mars. Er ist ja der Vater der Mondfahrt, ja, mit seiner Sohn. Aber eigentlich wollte er zum Mars. Und das ist eigentlich genau das, was wir im Augenblick im Auge haben. Wir wollen Weltraumtourismus haben. Wir wollen die Welt von oben sehen können, aber langfristig Mond und Mars. Und wenn Wernher von Braun das sehen würde, ich glaube, dann würde er uns auf die Schultern schlagen und sagen, es hat zwar lange gedauert, aber ich bin froh, dass ihr das jetzt macht. Was mir ein bisschen leid tut, ist, dass nicht die Deutschen machen, sondern die Amerikaner. Aber mir ist egal, wer es tut. Hauptsache, die Menschheit tut es. Lieber Herr Professor Walter, vielen herzlichen Dank, dass ich an Ihren Lippen hängen durfte. Und liebe Zuschauer, wir sehen uns wieder beim nächsten Le Jeune Talk. Bis dahin noch eine schöne Zeit.